Meine Güte, bin ich blöd. Die Verschollenen sind nicht die Verlassenen oder die untergetauchten oder versenkten Hütten da hinten bei dem See. Bei dem hier natürlich auch nicht. Sondern die Fischerhütten sind natürlich, ich Idiot, die heruntergekommenen Hütten da unten. Zumindest ist das das, was nach Fischerhütte aussieht. Am ehesten. Ich Depp. Ich hatte die im Kopf, als ich gesagt habe, neues Lager, und dann kam ich irgendwie hin und habe den See gesehen und dann irgendwie... Weiß ich auch nicht, was dann in meinem Kopf passiert ist. Irgendwie habe ich es wohl versaut oder durcheinander gebracht, keine Ahnung. Aber das trifft sich eigentlich gar nicht schlecht, dass ich hier jetzt vorbeikomme, denn es gibt hier auch noch eine weitere Sache, die wieder mit so Räubern zu tun hat. Die ich hier noch gerne zeigen würde, weil ich wohl durch mein Durchspielen diese Quest nicht bekommen habe. Vermutlich wiederum, weil es eine Quest entweder des Alten oder des Sumpflagers oder von beiden ist. Und nicht des neuen Lagers. Und zwar, nein, nicht diese Höhle hier. Und irgendwie ist es langweilig, wenn man alle Gegner mit einem Schlag kaputt kriegt. Ein Trank! Yay! Was war das für ein Trank? Keiner, der darauf auf den Boden gibt. Schade. Nein, wo ich hin möchte, ist eine weitere kleine Höhle. Hier in der Felswand. Zumindest sollte die hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau hier. Hey! Was zum Teufel machst du hier? Ja, ja, kein... Der hat genug. Krautmischer. Der hat genug. Ja, Krautmischer. Ich erinnere mich an eins meiner letzten Durchspielen. Tatsächlich ist das wohl... Das ist eine Quest, die Krautmischer-Quest. Die Typen hier tun wohl irgendwie illegal irgendwie Kraut zusammenmischen oder irgendwelche Sachen basteln. Was zum Teufel machst du hier? Das hat nicht geklappt. Hä? Und warum kommen die wieder? Verstehe ich nicht. Warum stehen die wieder auf? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da nehme ich mal Innos Zorn, dann kann ich ja wirklich komplett umlegen. Andererseits, ach was soll's, brauche ich doch nicht. Genau, und denen muss man dann halt das Handwerk legen in dieser Quest. Was ich jetzt wohl offensichtlich getan habe. Habe ich ja nicht gerade Kisten gesehen? Nö, habe ich nicht. Okay. Nun gut, diese Fischhütten, die habe ich ja schon durchsucht. In einer sehr viel früheren Folge. An den Grund des Sees werde ich nicht tauchen, da unten gibt es nichts. Und ich glaube auch nicht, dass ich was im Wasser aufnehmen könnte, wenn da was sein sollte. Aber wie ich ja schon gesagt habe am Anfang der Folge, ich war ziemlich blöd. Und das habe ich natürlich gesagt, weil ich mich umgeschaut habe und das Buch hier erfolgreich entdecken konnte. Dieses hier. Und zwar Chromanin Nummer 4 müsste das sein. Ja, genau. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klangens. Klagens nehme ich an. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen Sie die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ist damit das versunkene Schiff gemeint? An Bord? Klingt nach Schiff, ne? Und ich schätze mal, damit ist das versunkene Schiff gemeint. Drüben beim Turm, wo die Chromanin-Quest angefangen hat. Da mit Feuerwaran und so. Das da war ein brennender Waran. Nicht zu verwechseln mit einem Feuerwaran. Gut, wo bin ich gerade? Ah, ich bin jetzt hier. Ah, das trifft sich gut. Jetzt bin ich nämlich in der Nähe von der Stelle, die ich noch erforschen wollte.
Kriege ich denn bald noch ein Level? Oh, das dauert noch ein bisschen. Vor allem, wenn ich mich mit so Gegnern rumprügle. Ich bin genau da, wo ich sein wollte. Sehr schön. Hey, kann ich von hier aus auf den Turm hoch? Sieht nicht so aus, ne? Na, der ist wahrscheinlich zu weit. Weg. Oder komme ich... Ah! Ups. Hey, aber Moment, ich habe doch jetzt meine Springen-Skills verbessert. Das heißt, wenn ich da hochkomme, dann jetzt, ne? Habe ich denn die Truhe ausgeräumt damals? Yep, habe ich. Wunderbärchen. Dann muss ich mich ja eben wieder hochheilen. Aus selbstverschuldeter Dummheit. Das sollte reichen. Na, komm schon, das geht besser. Yep, genau so. Komme ich von da aus darüber? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein! Warum? Warum? Ja! Die Steuerung ist so ein bisschen hakelig. Ich muss... Wenn ich aufhöre zu laufen, wenn ich aufhören will zu laufen, muss ich erstmal von der Pfeiltaste runtergehen und dann ganz gemütlich von der Shift-Taste runtergehen. Sonst läuft er nämlich irgendwie weiter, obwohl ich gar nicht mal nach vorne drücke. So, das ging, glaube ich, ne? Ja, das ging, genau. Ist ein bisschen kritisch, aber das ging. Komme ich von da aus nach oben? Nö, natürlich nicht. Wohin auch? So, einmal hier hin. Und dann anvisieren. Ja, sehr schön. Das sieht irgendwie so genauso aus wie der andere Turm drüben. Der da oben, da rechts. Ist aber halt nicht annähernd so hoch, ne? Andererseits komme ich von hier darüber. Das geht nämlich. Wenn auch nicht andersrum. Ah, so hätte ich wohl ganz am Anfang schon da hoch und ins Orkgebiet gehen können. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Oh, da steht noch einer vom alten Lager. Hey du, Scorpio. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Okay, was ist mit dir los? Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Sympathisch. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Boah, hast du was Besseres als Offiziell? Kann ich von dir lernen. Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Nein. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Ernsthaft? Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Ernsthaft? Torus? Zeig mir deine Ware. Gardist? In der aktuellen Situation, in der aktuellen Lage soll ich Gardist sein? Was habe ich denn für ein Amulett an? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe Schutz, ne? Dann brauche ich die Stärke nicht. Nee, ich habe Schutz. Das ist wichtiger. Aber... Zeig mir dann. Ich könnte die Gelegenheit mal nutzen, um mein Inventar zu entklumpen. Zum Beispiel habe ich hier hinten bei Verschiedenes. Ganz viel Zeug, was ich nicht mehr brauche. Die Schlüssel will ich behalten. Das sind Questgegenstände. Schlüssel, Horn zum Beispiel brauche ich nicht. Denn ich möchte nämlich... Ups. Besser an die Fackeln kommen. Was ist der Unterschied zwischen Münze und Gold und Münze? Was? Münze und Münze? Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Genau, immerhin habe ich jetzt ein bisschen was freigeräumt da rechts, auch bei Verschiedenes. Leider hat er nicht genug Erz dafür. Ja! Was? Nein, das brauche ich nicht. Das ist eine Kriegsarmbrust. Hm? Komm, die Bolzen nehme ich mal. Das Amulett der Stärke
das nehme ich auch mal, das könnte nützlich werden. Und die Heiltränke nehme ich auch mal. Was hast du denn so an Waffen? Grimmstahl, Zornstahl, nö. Den Rest schenke ich dir, alles klar. Und hier haben wir einen, den ich, glaube ich, im Let's Play noch gar nicht angetroffen habe. Reißschnapskrug. Das ist Kavalorn. Guten Tag. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Kannst du mir über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Bogenschützen. Bogenschießen fände ich gut. Schleichen? Nee, Bogenschießen. Kannst du mir beibringen, besser mit dem Bogen umzugehen? Für einen Anfänger ist es nicht schwierig, besser zu werden. Es ist eine Frage der Haltung. Die Füße schön weit auseinander, Arme auf eine Linie bringen, Luft anhalten und Schuss. An bestimmten Stellen des Körpers reicht ein Schuss aus, um dein Ziel zu erlegen. Als Anfänger hast du eine kleine Chance, diese Stellen zu erwischen. Aber wenn du meine Ratschläge beherzigst, wirst du beim nächsten Mal besser treffen. Cool, vielen Dank. Schleichen kann ich gerade noch nicht lernen, brauche ich aber auch nicht wirklich. Und ich höre gerade da hinten, ich brauche immer noch viel zu viel Erfahrung. Gibt es Morads? Und ich bin irgendwie immer noch der Meinung, wenn ich Gegner mit so Feuerschaden töte, dann sollten die auch direkt gerüstet sein. Ich weiß nicht, kennt ihr Don't Starve? In Don't Starve ist das nämlich so. Also, was heißt nämlich? Da ist das so. Finde ich gut. Gut, hey, ich kann Bogen schießen. Sieht es jetzt denn auch ein bisschen anders aus? Ja, er hält den Bogen so diagonal und nicht mehr so senkrecht. Okay. Finde ich gut. Gut zu wissen übrigens, dass es hier hinten Goblins gibt. Und das ist auch der Weg, den ich nehmen wollte. Ey! Tschüss, Goblin. Der Weg, den ich noch erforschen wollte. Da oben war ich ja schon überall. Aber hier hinten gibt es diese Snapper. Und dahinter ist eine Höhle. In der war ich noch nicht. Und da will ich rein. Meine Güte, geht das einfach. Hey, ich kann Bogen schießen, Stufe 2. Nee, kann ich nicht. Ich kann schleichen. Ja, na, schleichen brauche ich nicht. Was ist Nachtschatten? Nachtschatten tut, glaube ich, Mana heilen. Finde ich gut. Ein Trank, eine Spruchrolle. Was ist das für eine Spruchrolle mit einem hellen Punkt? Mit einem hellblauen Punkt. Was ist das für eine Spruchrolle? Mit einem hellblauen Punkt. Das müsste die da gewesen sein, ne? Eisblock. Ja, müsste Eisblock gewesen sein. War irgendwie enttäuschend. Ich dachte, hier gäbe es irgendwie noch eine zerfallene Mine oder so. Habt ihr Fleisch? Nee, gell? Nee, dann ist auch egal. Das Zeug habe ich gerade entsorgt. Also hinten bei Verschiedenes. Da brauche ich gerade nicht gerade nochmal neuen Klumpatsch. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, ne? Hier gibt es jedenfalls eine Kiste. Ja, mit Zeug drin. Schinken. Lecker essen. Was haben wir hier? Das sieht aus, als könnte man da hoch. Vielleicht von hier aus rüberspringen. Ah. Ja, hey, Moment. Das könnte klappen. Das könnte klappen, wenn ich nicht direkt weiterspringe. Nee, Schritt zurück. So. Na. Oh. Das klappt nicht. Noch ein letzter Versuch. Ja, nein. Oh, Menü. Ich will da hoch. Ich muss doch irgendwie gehen. Das war ernsthaft. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich spring da vielleicht ganz vom Rand. Vielleicht ganz vom Rand. Spring da rüber und jetzt... Nein! was gibt's denn da oben eigentlich? Geht's da denn weiter? Mal so gesehen. Da oben ist halt der Turm. Aber da war ich doch schon. Warum soll ich da hochgehen? Und vor allem, warum gehe ich nicht einfach hier hoch? Das ist doch viel einfacher, oder? Na, da kann ich nicht hoch. Schade, ist zu steil. Vielleicht hier rum?
Ey. Darüber. Nein! Nein, nicht hier. Nee. Ich will... Ach so. Nee, da komme ich gar nicht hin. Ich muss erstmal da hoch. Dann möchte ich auf dieses Stück abhangen. Genau, das hier. Dann kann ich da hoch. Allerdings, so wie das aussieht, komme ich dann nur zu einem Turm. Auf den ich ja irgendwie vorhin schon hochgeklettert bin. Und das lohnt sich halt irgendwie nicht. Deshalb gehe ich hier weiter. Und ich bin gespannt, was hier noch so auf mich wartet. Oh, ein Wasserfall. Ganz viel Grün da oben. Da würde ich ja irgendwie gerne hingehen. Ich weiß nicht, ich weiß, ich müsste das Spiel jetzt irgendwann mal zu Ende bringen und den Schläfer besiegen. Aber es gibt noch so viel in der Welt, glaube ich, zu entdecken. Oder zumindest fühlt es sich so an. Das möchte ich gerne zuerst tun. So, lecker. Tränke. Okay. Tränke. Welche Tränke? Leider keine dauerhaften Boni. Ist das eventuell ein Wasserfall, hinter dem sich etwas verbirgt? Wer weiß. Solche gibt es nämlich in Gothic 2 zumindest. Na, schade. Bin ich denn schon im Ork-Gebiet hier? Zählt es denn als Ork-Gebiet? Es ist schon so ein bisschen nach strukturiertem Gebiet aus auf der Karte. Hey, Orks! Wer sagt's denn? Geht doch. Moment. Aber diese Folge ist schon wieder viel zu lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.